So, liebe Langnasen, im nächsten Lied, da taucht ein Wort auf, das heißt Karoshi. Oder Karoshi, wie der Japaner sagt. Ist, glaube ich, japanisch. Karoshi. Und heißt, glaube ich, so viel wie Tod durch Überarbeitung. Ne? Taucht da drüben relativ häufig auf, also nach einem leckeren 18-Stunden-Tag. Danach beim Firmenkaraoke, bop, fallen die auf um, ne? Ist so. Ne, das ist diese Überidentifikation mit der Firma, ne? Das schlägt auf die Herz-Kranz-Gefäße, ne? Ist so. Und da das so häufig, das ist so häufig da, das wird von der Krankenkasse mittlerweile anerkannt. Das ist ein regulärer Tod, ne? Das ist so, man kann sich also dagegen versichern lassen, ne? Die Angehörigen haben dann auch noch was davon. Der Tag fängt an mit Frühstücksfernsehen und ich mach mir sogar Frühstück dazu. Der Gutenberg sagt, er braucht keinen Schlaf, das ist heute schon sein 8. Interview. Der Tag fängt an für die Working Class auf der Baustelle, da stehen die Mustafas. Busfahrer grüßen sich leger mit der linken Hand, als wären sie Freunde fürs Leben. Ich will wieder ins Bett, ich will wieder ins Bett, doch mein Bett ist weg. Ich will wieder ins Bett, ich will wieder ins Bett, doch mein Bett ist weg. Am Tag steht im Supermarkt so ein Arsch und sagt, das ist kein Saft, das ist ein Smoothie. Oh, schau mal, Susi, schau mal, ich kann mich mit meinem iPhone auch nass rasieren, Susi. Plakate, Plakate, Ben Becker liest die gelben Seiten, Ben Becker liest die Bibel. Die Sonne kommt raus, da fliegt eine Fledermaus ums Haus und sagt, tach, ich bin flexibel. Ich will wieder ins Bett, ich will wieder ins Bett, doch mein Bett ist weg. Ich will wieder ins Bett, ich will wieder ins Bett, doch mein Bett ist weg. Karoshi, Karoshi. Karoshi, Karoshi. Karoshi. Karoshi, Karoshi. Karoshi, Karoshi. Karoshi. Karoshi, Karoshi. Karoshi, Karoshi. Karoshi. Am Tag frage ich mich, ob du mich magst oder bist du am Netzwerken? Was ist das Thema? Sag mal, redest du mit mir oder mit deinem Knopf da oder hast du psychische Probleme? Am Tag gibt's jetzt Rhetorikkurse für Landwirte. Ist kein Jux. Der Bauer von heute steht ja nicht mehr auf dem Feld, sondern nur noch an der Flipchart. Der alte Taktikfuchs. Ich will wieder ins Bett, ich will wieder ins Bett, doch mein Bett ist weg. Ich will wieder ins Bett, ich will wieder ins Bett, doch mein Bett ist weg. Der Krokus gibt eine Pressekonferenz, ich blühe jetzt das ganze Jahr. Paris Hilton sagt, ich brauche eh keinen Schlaf, ich bin ein Avatar. Plakate, Plakate, Ben Becker liest die Bhagavad, Bhagavad Gita, mir wird übel. Die Sonne sagt, ich muss nicht untergehen, ich bin flexibel. Nein, ich bin kein Nachtjogger, nein, ich bin kein Nachtjogger, mein Bett ist weg. Nein, ich bin kein Nachtjogger. Nein, ich bin kein Nachtjogger. Mein Bett ist weg. Karoshi, Karoshi. Karoshi, Karoshi. Karoshi. Karoshi, Karoshi. Karoshi, Karoshi, Karoshi. Karoshi, Karoshi. Karoshi, Karoshi. Karoshi. Per Steinbrück sagt, er braucht keinen Schlaf. Das Geld, das schläft ja auch nicht. Es gibt jetzt Suppe to go, so eine Minestrone auf die Hand, das brauche ich. Ich bin schwul, ich brauche keinen Schlaf und das ist gut so, sagt der Westerwelle. Heino sagt der Bild also mir, dass er jede Nacht einschläft mit der Hannelore in löffelchen Stellung. Darf er das, gehen wir zu Fuß oder werden wir geschattelt? Gehen wir zu Fuß oder werden wir geschattelt? Mein Bett ist weg. Laufe ich im Kreis oder im Quadrat? Ich gehe zu McDonald's und ich esse Salat. 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 Karoshi! Dankeschön. So.